Ah, komm, mit. Los, einen noch, mit allerletzter Kraft. Komm her, schaffst du. Schaffst du, ist nicht so schwer. Ja, super. So Leute, es ist mal wieder soweit. Familienpark Sottrup. Der x-te Besuch von uns, der erste von den beiden. Die sind ganz gespannt. Hier kann man ja auch wirklich Freizeitparkgeschichte erleben. Ja, sag mal einer, der Park hat keine Fahrgeschäfte. Allerdings musst du selbst Ride Operator spielen. Guck mal Schatzi, diesen Spruch kannst du mal einer bestimmten Kollegin hier geben von mir. Also einmal muss ich runter, dann klettern wir halt wieder hoch. Ja, ja, hier ist er. Kommen wir auch wieder hoch? Ja, das geht schon. Ja. Ich mag nicht mehr. Muss ja auch alles wieder hochlaufen. Die haben neue Rutschen. Ganz hohe Rutschen. Das sieht ja genial aus. Oh, das muss frisch eröffnet sein. Das sind noch rot-weiße Flatterbänder. Sind unsere Frauen uns wieder abhanden gekommen? Die waren doch hier. Ich glaube, sie sind schon wieder in anderen Ecke des Ehrgartens. Okay. Das ist gemütlich. Oh. Hier legt sich rein mit dem Schlafsack. Oder setzt sich hier auf die Bank. Machst ein schönes Lagerfeuer. Bierchen dazu, Stockbrot, Grillfleisch und da sind unsere Frauen. Guck mal. Waren die hinter uns? Oder kommen die zurück? An der Ecke erst gewesen und dann uns hinterher. Wir haben euch gesucht. War zu schnell. Ich habe gesagt, wir waren nichts. Ich dachte, ihr seid weit vor uns. Hier fühlt man sich wie ein Pferd. Ja, wieder so ein Bereich. Bei unserem letzten Besuch war das auch alles noch im Bau bzw. in der Umgestaltung. Oh, und hier, schaut euch mal diesen riesen Planwagen an. Der ist ja klasse. Hier, Flo, du stehst genau richtig auf dem Dressurplatz. Und da ist deine Chefin. Sehr schön. Schatz, hinter dir sind Hühner, ne? Was? Hinter dir sind Hühner. 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 Hinter mir sind Hühner? Ja. Och. Ich werde ungeduldig, ich möchte jetzt rutschen. Auf den neuen Rutschen. 3 Stück. Naja, eine würde mir reichen. Fang mich mal an! Komm, einmal wieder Kind sein. Und auch mal sein. Genau. Da haben sie sich ja nicht lumpen lassen. Auch schönes, helles Holz. Dunkelt alles ganz schnell nach, macht euch keine Hoffnung. Ach, hier sind wir jetzt. Ach, die haben diese beiden Bereiche zusammengefügt. Weil das ist eigentlich hier diese grüne Wiese, wo du dann noch von da hinten rankommst. Das haben sie jetzt zusammengeführt, sehe ich gerade. Ich frage mich gerade, ob die auch eine Seilbahn haben. Ach. Ach, ich wusste gar nicht, dass das so nah beieinander liegt, wo ich sonst immer einzeln dahin gehe, weißt du? Ja. Ja, das ist die Rutsche, wo ich immer auch stehen bleibe. Hier kannst du runterlaufen. Oh ja. So, viel Spaß. Stefan ist hier. Hui! Und nicht schlecht. Guck mal, den hätte ich auch fast geschafft. Nicht schlecht. Wir haben ein verstecktes Streichelgehege entdeckt. Das registriert hier so keiner. Aber wir mit unserem scharfsinnigen Verstand und unserem Adlerblick haben das natürlich sofort gesehen. Bist du eifersüchtig?
Ich kann dich auch kraulen. Ich aber nicht. Ich glaube, sie wird den anderen Hasen in Ruhe lassen. Okay. Unten im Park sind noch ganz viele Ecken, wo du drin kannst. Unser Pager. Wir können auch, wenn diese Nummer aufgerufen wird, hingehen. Ich befürchte aber, die ist noch gar nicht bestellt. Das ist wie bei Mr. Bean. Ach so, im Wartesaal von der Ambulanz da. Ich muss ja irgendwie noch die Cam halten, ne? So, ich bin hier durch. Oh, geschafft. Hat aber Spaß gemacht. Ich halte mich hier mit dem kleinen Finger gerade nur fest. Oh, das ist aber gefährlich. Der hoffentlich nicht bricht. Ja, das guck mal, Spaß. Vielleicht ist ein Tretboot frei. Ich könnte jetzt Arsch sein und abspringen. Ja. So. Warte, ich geh runter. Ja. Okay. Treue Zuschauer meines Kanals kennen natürlich die Grundregel im Familienpark Sottrum: nicht die Ente nehmen. Aber es reizt einen ja jedes Mal, muss ich gestehen, ob sie wieder nicht repariert ist und wir auf dem See stranden. Wie nennt man das? Wassern. Wollen wir die Ente nehmen? Am Rand. Doch, steig jetzt ein. Schatz, wenn du da jetzt reinfällst. Wo soll ich denn reinfallen? Ins Wasser. Ach, ich sitze doch im Schwan, der passt auf mich auf. Schönes Waldgebiet. Hier riecht's ganz feucht. Oh, der Boden ist auch entsprechend schlammig. Hier ist eines meiner Lieblingstiere. Also hier fehlen Fahrgeschäfte auch überhaupt nicht. Die würden hier nur stören. Man muss generell auch mal ein bisschen lernen, sich auch mal wieder so von der Natur einfach berieseln zu lassen und Spaß zu haben mit den ganzen Materialien, die die Natur zur Verfügung stellt. Das kann man hier wirklich sehr gut erkennen in dem Park, kriegt das präsentiert, wie das funktioniert. Oh, so. Geschafft. So, letztes Hindernis. Dann haben wir's. Warte, ich meine, super lecker. Mein Gott, das ist ja geschafft. Hey! Springt er einfach ab hier. Ah, weißt du was, wenn ihr mich so scheiße behandelt, dann gehe ich halt zu Frau Merkel. Die versteht mich. Die hat mich schon immer verstanden. Nicht wahr? Stopp. Ausdrehen. Sieht so langsam aus. Das ist aber hübsch geworden. So eine schöne Holzhütte würde mir persönlich ja auch als Lebensstandard reichen. Fühle ich mich drin wohl, hab meine Ruhe, brauch nur WLAN und mein Schnittprogramm. Ich kann mir auch ein zu Hause halten. Willst du auch mal was essen? Gesundheit.
Tschüss, Familienpark Sottrum. Einmal wieder ein Parkbesuch der etwas anderen Art. Aber vielleicht könnte er doch noch mal so eine Wimmelbahn bauen oder einen Alpine Coaster.